Hallo und herzlich willkommen heute zum sonntäglichen christlichen bzw. kirchlichen Schwerpunkt. Ich möchte mal etwas tun, was für mich eigentlich eher untypisch ist. Und zwar möchte ich mich mit einer Bibelstelle, in diesem Falle aus dem Alten Testament, auseinandersetzen, ist vielleicht etwas übertrieben, befassen. Ja, ist vielleicht besser. Und zwar, warum ist es untypisch für mich? Ich persönlich lese gerne in der Bibel. Ich schätze vor allem auch das Psalmengebet, das kirchliche Stundengebet. Und natürlich kriege ich auch die regelmäßigen Lesungen über die Liturgie mit. Ich bin aber nicht primär so ein Christ, wie man es bei den Freikirchen oft kennt, der alle möglichen Bibelstellen parat hat und sie permanent zu jeder Situation einzusetzen weiß, weil ich eigentlich mehr über die Kirche, den Katechismus und die Kirchenlehre auf die Bibel sehe. Ich bin der Meinung, dass es immer etwas gefährlich ist, also was heißt, ja, doch gefährlich, also für ja, die persönliche und geistliche Entwicklung, wenn man sich direkt mit der Heiligen Schrift auseinandersetzt und das dann vielleicht auch nur im Kreis Gleichgesinnter so ein bisschen hin und her schaukelt. Weil es hat sich doch gezeigt im Laufe der Zeit, dass vieles erklärungsbedürftig ist durch die Zeit hindurch, weil die Schriften sind in einer völlig anderen Zeit geschrieben und auch nicht unbedingt erst für uns als Publikum. Und das, was wir da assoziieren, ist eben sehr häufig nicht das, was intendiert war. Und wie weit wir das heute richtig verstehen, in einer x-fachen Übersetzung und so weiter, das ist halt eine schwierige Sache. Also die Wirkungsgeschichte eines Textes mit einzubeziehen und zu sehen, wie ist der interpretiert worden, was hat man daraus alles gemacht im Laufe der Geschichte, das finde ich ist ja im Grunde wichtiger als ja, das Schrift selber, das Schriftstück selber. Weil das vergessen wir immer wieder, aber das ist halt so. Das, was man liest, das, was man auswählt, das, was man versteht, das formt man mit seinen Erfahrungen, mit seinen Gedanken. Und man hat dann immer so den Schein, an einer Primärquelle zu sitzen und direkt irgendwie eine besonders hohe Qualität zu haben. Aber in der Regel ist es halt so, dass man dann auf das verzichtet, was viele Menschen und Generationen vor einem geleistet haben. Und genau das möchte ich hier eben zum Anlass nehmen, weil ich weiß es nicht, ob das Unwissenheit oder eigentlich auch eine Form von Bosheit ist, aber moderne Satire nimmt sich natürlich gerne das, was sie für kurios hält, aus der Bibel heraus und sagt, hahaha, das glaubt ihr. Und das tut zum Beispiel eine Sendung, die ist jetzt auch nicht so wirklich neu, die ist, glaube ich, 2012 im ZDF erschienen. Und die Sendung heißt Götter wie wir. Da spielen zwei Männer Transvestie, also sie spielen zwei Frauen und diese beiden Frauen sind dort Gott. Und dann wird in mehr oder weniger kurioser Art und Weise vieles aus Kirche und eben auch aus der Heiligen Schrift so ein bisschen ja, satirisch auf den Arm genommen. Und ich muss zugeben, vieles finde ich auch amüsant. Ich kann darüber durchaus lachen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der da gleich auf die Palme geht und sagt, oh, man darf sich über Religion nicht lustig machen. Also ich finde, das ist in der Regel charmant, aber es ist eben auch dumm. Ne? Es ist schon auch an ein Publikum gerichtet, das eben ja so den billigen Schenkelklopfer liebt. Also eben nicht unbedingt das, was sie selber von sich wahrscheinlich denken, so den zarteren und feineren Humor zelebrieren, sondern es geht halt dann wirklich, zumindest für Menschen, die sich damit etwas auseinandergesetzt haben, eher um eher brachiale Sachen. Und da hat man sich eben dann zum Beispiel in einer Folge etwas rausgeholt aus der Heiligen Schrift, was einem sehr kurios vorkam, und das hat man dann entsprechend aufbereitet. Es geht hier um das Buch Richter. Und zwar, ich habe hier so eine Heilige Schrift vorliegen und da gucke ich jetzt auch mal rein. Das ist Richter 15.
Und wenn ich das ganz kurz finde, ja, das ist so 15.4, 15.5. Es geht um Simson. Das ist da in. Da komme ich gleich noch dazu. Egal, auf jeden Fall. Ich lese es erstmal vor. Simson ging weg und fing 300 Füchse. Dann nahm er Fackeln, band je zwei Füchse an den Schwänzen zusammen und befestigte eine Fackel in der Mitte zwischen zwei Schwänzen. Er zündete die Fackeln an und ließ die Füchse in die Getreidefelder der Philister laufen. So verbrannte er die Garben und das noch stehende Korn, ebenso die Weingärten und die Ölbäume. Ja, also das Bild ist natürlich schon kurios, gerade in der heutigen Zeit, und ganz sicherlich nicht tierschutzgemäß, dass man da eben ja zu solchen legendären Mitteln greift, um den Philistern eins auszuwischen. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für so eine Satire-Serie. Ich werde das auch nachher noch einblenden, also für all die Liebhaber von Originalquellen. Ich füge das hinten an, weil das ist ein wirklich kurioses Stück. Und ich möchte dazu halt schon auch noch ein bisschen was vom Hintergrund her sagen. Erstmal, Richter, das waren damals, also nicht wie es dort in der Satire wahrscheinlich bewusst falsch dargestellt wird, kein Eigenname, sondern das war eine Tätigkeitsbeschreibung. Das ist so eine Unterform von Könige. Also Richter waren schon diejenigen, die darüber gerichtet haben, was gut und was schlecht ist. Und das war wohl der Überlieferung nach in der Zeit der Besiedlung des gelobten Landes, also nachdem man aus Ägypten geflohen war und aus der Wüste raus war und dann eben ja quasi dann im Land der Kanaaniter, also in der Gegend, wo eben heute auch Israel ist, versucht hat, sesshaft zu werden, und da, wo man dann halt Israel gegründet hatte. Das ist ein bisschen mehr oder weniger holprig vonstatten gegangen, weil dort lebten ja auch schon Leute, es hat Kriege gegeben, Auseinandersetzungen gegeben, und bevor sich da eben ja das jüdische Reich, könnte man sagen, so ein bisschen etabliert hat, gab es eben auch gewisse ja Vorsteher und Leute mit entsprechenden Befugnissen, und das waren die Richter. Und hier wird halt so über ja plus minus 400 Jahre irgendwas ein Zeitraum skizziert mit verschiedenen Gestalten, die da eben zu der Zeit das Sagen hat. Einer davon ist Simson. Und der ist eben auch eine etwas ambivalente Figur. Das heißt, der ist nicht einfach so in dem Sinne der strahlende Prophet, der da einfach Gottes ja, Wort verkündet hat und da wie König David oder irgendjemand so als Vorbild dahingestellt worden ist, sondern der hat seine Ecken und Kanten, und der hat sicherlich einiges nicht ganz richtig gemacht. Er hat es auf jeden Fall mit den Philistern zu tun gehabt. Die Philister, das ist wohl, wenn ich recht informiert bin, ein indogermanisches Volk gewesen, das dort auch immer wieder eingefallen ist und das waffentechnisch überlegen war, weil sie schon Eisenwaffen kannten, während man zu der Zeit so an der Schwelle von der Bronze- zur Eisenzeit war. Und das waren also schon Feinde, die waren nicht zu unterschätzen. Und in dem Fall hatte der Simson eben von einem Philister die Frau geheiratet und ist da aber hintergangen worden. Der hat die Frau dann einem anderen gegeben. Und ja, alles in allem, also hat er sich da irgendwie schlecht behandelt gefühlt. Und das ist ja so die Art, wie er sich an den Philistern gerecht hat. Es ist an der Stelle nicht gesagt, das möchte ich jetzt ja schon ganz deutlich nochmal zeigen, dass das quasi eine Verhaltensregel ist, von der man sagt, ja, so sollt ihr grundsätzlich mit anderen umgehen oder mit Tieren umgehen. Sondern das ist schon so ein bisschen im Rahmen einer Historienbeschreibung etwas, ja, eine Überlieferung, was dieser Simson anscheinend getan hat. Und wie das so immer ist um diese Zeit, man kann natürlich nicht sagen, dass eine solche Überlieferung so etwas ist, wie wenn wir heute ein Geschichtsbuch schreiben, sondern das ist natürlich lange auch mündlich tradiert worden. Und wie viel davon historisch ist, was da so ein bisschen im Mythischen, ja, das kann man heute alles gar nicht mehr so genau auseinander, also ich kann es nicht, vielleicht kann es ja der ein oder andere Historiker auseinanderhalten.
es ist schon eine Geschichte, die den Anspruch hat, so ein bisschen das Werden des Volkes Gottes zu beschreiben. Und wie weit das einer heutigen historischen Methode standhält, ich glaube, das ist nicht das, was der Text grundsätzlich von vornherein beabsichtigt. Also das, man hat damals nicht gewusst, wie unsere heutige historische Methode aussieht, sondern es ist eine Geschichte. Ja. Geschichte in dem Sinne, dass man eine Erzählung über eine Vergangenheit hatte und wo jemand eben in der Zeit der Konsolidierung des Volks versucht hat, ja, gegen Feinde irgendwie vorzugehen und sich da zu behaupten. Das ist, was hier erstmal geschrieben ist. Und was man meines Erachtens nicht vergessen darf, ist das gesamte Alte Testament, das ist in seinem Entstehen immer eine Beschreibung des Volkes Gottes, also der Juden, mit ihrem Gott. Und die waren immer umgeben von Feinden und von anderen Religionen und es gab immer das Problem der Verwässerung. Das heißt also, dass man durch den Kontakt mit den anderen Völkern auch deren Götter übernahm und im Grunde genommen wird immer gezeigt, wenn man sich zu sehr auf die anderen Völker einlässt und wenn man ihre Götter übernimmt, dann führt das zum Unglück, dann geschehen irgendwelche Probleme und dann schwenkt das Pendel immer wieder um. Und im Laufe der Generationen wächst das Gottesbild der Juden. Das heißt, man erkennt immer mehr, was dieser unsichtbare Gott, dieser Jahwe, der sich sein Volk ausgewählt hat, für einen Plan mit seinem Volk hat. Das entfaltet sich immer mehr. Und deswegen kann man auch nicht sagen, dass alles das, was dort so geschrieben steht, eins zu eins, das ist, was dieser Gott so möchte und will, sondern in den alten Texten, und das Buch Richter gehört zu den älteren Texten, sind viele Sachen noch in einem grundsätzlich rudimentären Verständnis. Da könnte man sagen, hat das Volk noch nicht alles immer auch verstanden, wo es hin sollte und was mit ihm geplant ist. Und in den späteren Büchern hat man dann immer mehr herausgefunden, bis man dann im Neuen Testament nach christlicher Überzeugung eben noch einmal die gesamte Interpretation des Alten Testaments direkt in einer authentischen Art und Weise durch eine göttliche Person selber, durch Christus eben vorliegen hat. Also man hat hier so einen Prozess der Entfaltung und das ändert nichts daran, was eigentlich das christliche Gottesbild ist, sondern es beschreibt so ein bisschen, wie weit der Mensch dieses Gottesbild schon erkannt hat in den verschiedenen Stadien. Das ist so die Art und Weise, wie ich das Alte Testament auch betrachte. Und deswegen greift es ein bisschen kurz, wenn man sich über diese Geschichte lustig macht. Sie gehört natürlich zu kuriosen Überlieferungen und das, ich mag solche Kuriositäten. Aber wenn man jetzt so Schlüsse zieht wie, oh, das steht in der Bibel und daran glauben die Christen, dann ist es natürlich ein bisschen arg banal. Und da, wo ich das jetzt zitiere, ich werde das hier von einem anderen YouTube-Channel auch verlinken, dass man nochmal die Quelle sieht, also der Satire, da ist das offensichtlich nicht verstanden worden. Da hat jemand ganz offensichtlich diese Satire gesehen und hat sich die Frage wirklich gestellt, ob das das ist, was die Christen so glauben. Und diese Form der Naivität ist ja an sich auch schon wieder rührend, dass Menschen wirklich sich so eine ZDF-Sendung angucken, die auch noch Satire ist, und dann diesem kirchenfeindlichen Sender mehr Glauben schenken über das, was dann tatsächlich auch Christen glauben, als wenn man mal vielleicht eine Frage gestellt hätte an jemanden, der vielleicht sich mit dieser Sache befasst hat, oder man hätte vielleicht auch ein bisschen was im Netz finden können, das weiß ich jetzt nicht. Aber sei es drum, ich finde diese Rezeption schon auch auf irgendeine Weise goldig. Und hier jetzt mal ein kleiner Ausschnitt, und wer das Stück in größerer Breite sehen möchte, kann ja dann unten dem Link folgen. Soweit erstmal. Ich wünsche einen schönen Sonntag. Bis demnächst. Alles Gute. Von wem ist das? Richter? Ein Herr Richter sagt mir gar nichts.
Simson ging hin und fing 300 Füchse. Auch wieder was mit Tieren, schön. Nahm Fackeln und kehrte je einen Schwanz zum anderen und tat eine Fackel je zwischen zwei Schwänze und zündete die Fackeln an. Ach, was sind das jetzt wieder? Zündete die Fackeln an und ließ die Füchse in das Korn der Philister laufen und zündete so die Gaben an. Ach, das kann man doch so nicht. Sag mal, also, das gibt's doch wieder nicht. Richter, Herr Richter. Ja, spreche ich da mit dem Herrn Richter? Gott hier, es geht um Ihre Bibeltexte. Herr Richter, also ganz ehrlich, da sehe ich Schwierigkeiten mit dem Tierschutzbund auf uns zukommen. Ich sag's, wie es ist. Am Schwanz anzünden. Ach, Männer. Schwanz, ich weiß nicht, nur Schwanz.